Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Küchenhäubler YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es noch einmal um das Thema Nachhaltigkeit. Darum ging es schon in meinem letzten Video. Und ich empfehle dir auf jeden Fall, falls du das letzte Video nicht geschaut hast, schau es dir nochmal an, weil da gibt es ganz viele so grundlegende Informationen rund um das Thema Nachhaltigkeit und was man beim Möbelkauf beachten kann oder sollte, um möglichst nachhaltig einzukaufen. Heute in dem Video, das ist ein bisschen anders gestellt, also ich werde auf viele Dinge eingehen, auf die ich schon im letzten Video eingegangen bin, aber heute möchte ich mal so die perfekte grüne Küche mit euch zusammen gestalten, gedanklich. Genau, damit sich geht es auf verschiedene Aspekte ein, auf die Fronten, auf die Arbeitsplatten, verschiedene Komponenten in der Küche. Und erkläre euch, welche Materialien und so weiter ihr da auswählen könnt, um möglichst eben eine nachhaltige Küche zu bekommen. Genau, ja, also in meinem letzten Video habe ich so die 6 Stellschrauben aufgedeckt, die quasi zu einem nachhaltigen Möbelkauf oder Küchenkauf beitragen. Und heute gehen wir um die Umsetzung. Wir schauen uns also die Küche im Detail an. Wir schauen uns die Fronten an, die Arbeitsplatten und so weiter, die verschiedenen Komponenten in der Küche. Und ich erkläre euch, wie, was ihr da auswählen könnt, um eben möglichst nachhaltig einzukaufen. Genau, der allergrößte Punkt in der Küche sind ja eigentlich immer die Möbelfronten. Die tragen eigentlich am allermeisten zur Gestaltung der Küche bei und umfassen auch den größten Anteil der Küche. Deswegen sind sie natürlich auch im Bereich der Nachhaltigkeit so ja, das Allerwichtigste letztlich, wo man am ja, den größtmöglichen Effekt hat, wenn man dann nachhaltig agiert. Und also der perfekte Rohstoff für die Fronten sind natürlich Massivholzfronten. Ne? Das ist ein natürliches Produkt, das ist ein nachwachsender Rohstoff. Und ja, das wäre das Allerbeste letztlich. Aber Massivholzfronten sind natürlich auch einiges teurer als jetzt eine beschichtete Spanplatte. Von daher muss man immer schauen, ob man sich das auch leisten kann natürlich, aber das wäre so das Allerbeste natürlich eine Massivholzküche. Oder wer aber eben sagt, so tief kann ich leider einfach nicht in die Tasche greifen. Es macht schon einen gewaltigen preislichen Unterschied, ob man Massivholz in der Küche verbaut oder ob man eben eine Spanplatte als Trägerplatte auswählt und diese dann beschichtet mit zum Beispiel einem Echtholzfurnier oder einer Glasoberfläche oder was auch immer. Wenn man sich das nicht leisten kann, dann darfst du jetzt kein schlechtes Gewissen haben, weil die Spanplatte an sich auch ein recyceltes Produkt ist. Ne? So, und ein recyceltes Produkt ist jetzt per se nicht schlecht. Das Problem bei der Spanplatte ist, aktuell noch zumindest, vielleicht verändert sich das ja in der Zukunft mal, aber aktuell ist es so, dass die Spanplatte eigentlich nicht im Materialkreislauf verbleibt, sondern sie wird, wenn irgendwann deine Küche in 20, 30, 40 Jahren, wenn du die entsorgen möchtest, dann bleibt die Spanplatte in der Regel nicht im Materialkreislauf, zumindest ist es aktuell so. Das Problem bei der Spanplatte ist, dass sie, dass es kein sortenreines Produkt ist. Das heißt, ich habe einen Spanplattenkern, aber dieser ist eben dann beschichtet. Diese Trägerplatte ist dann nochmal beschichtet, zum Beispiel mit einer Kunststoffoberfläche in Betonoptik oder in Holzoptik. Oder mit einer Glasoberfläche oder mit einer Keramikoberfläche. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Materialien bei den Küchenfronten. Und von daher die Spanplatte oder die MDF-Platte, das ist immer nur die Trägerplatte. Und diese ist dann beschichtet mit einem anderen Material. Und dadurch ist die Spanplatte nicht mehr sortenrein. Und für die Entsorger ist es schwierig, halt die verschiedenen Materialien voneinander zu trennen und dann wieder zu recyceln. Deswegen wird die Spanplatte in der Regel verbrannt. Sie ist ein zu 100% recycelbares Produkt, aber sie wird in der Regel nicht recycelt, obwohl man das machen könnte. Es gibt Hersteller, zum Beispiel Nobelia, die sind schon in Kontakt mit verschiedenen Entsorgern, wie man dieses Problem vielleicht lösen könnte. Aber aktuell ist es einfach so, dass die Spanplatte in der Regel nicht in den Materialkreislauf zurückgeführt wird, sondern verbrannt wird. Also wenn du perfekt nachhaltig eine perfekte nachhaltige Küche kaufen möchtest, dann kaufst du dir eine Massivholzküche und lässt die Oberfläche mit einem naturbelassenen Öl behandeln.
Und machst möglichst wenig an der Oberfläche. Man kann sie natürlich auch lackieren. Manchmal möchte man ja einfach diesen Effekt halt, dass man keine Holzoptik oder keine Holzküche hat, sondern dass man zum Beispiel eine weiße Küche hat oder eine farbige Küche. Kann man lackieren, aber die Lackierung sollte aus nachhaltiger Sicht dann eben wasserlöslich sein. Sollte man sich nicht für eine Massivholzküche entscheiden, sondern für eine Spanplatten, für eine Küche, die wo die Trägerplatte zum Beispiel aus Spanplatte oder MDF gehalten ist, in der Hoffnung, dass sich vielleicht die Entsorger so ein bisschen in der Zukunft anpassen und auch diese Spanplatte recycelbar machen, dann kann man sich als Oberfläche auf dieser Trägerplatte zum Beispiel entscheiden für Echtholzfurnier, das ist dann auch sehr nachhaltig, oder für Glas oder für Keramik, das sind alles natürliche Produkte bzw. gut recycelbare Produkte. Wie gesagt, auch lackierte Oberflächen sind jetzt an sich nicht schlecht, wenn der Lack eben aber wasserlöslich ist. Es gibt auch Lacke, die nicht wasserlöslich sind. Diese können dann auch nicht in den Materialkreislauf zurückgeführt werden. Ein ganz neues Produkt, was es gibt, sind Linoleumfronten. Ist eigentlich eine super Oberfläche, weil sie komplett zu 100% aus Naturmaterialien besteht und dadurch natürlich perfekt nachhaltig auch ist. Linoleumfronten gibt es aber meines Wissens nach bislang nur bei Sachsenküchen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass da noch andere Küchenhersteller auch nachziehen in Zukunft. Aktuell, wie gesagt, nur bei Sachsenküchen. Beziehungsweise man kann sie auch zukaufen bei verschiedenen Plattenlieferanten, aber so die Küchenhersteller, die es anbieten, das ist meines Wissens nach aktuell nur Sachsenküchen. Wer da was anderes weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Und vielleicht haben wir dann auch im September, wenn die Neuheiten in der Küchenbranche vorgestellt werden, auch noch weitere Hersteller, die es mit anbieten. Mal schauen. Aber wie gesagt, Linoleum ist ein richtig cooler, ein richtig cooles Material, weil es zu 100% aus Naturmaterialien steht, ist kompostierbar. Es hat sogar eine antibakterielle Wirkung und man sieht die Fingerabdrücke eigentlich gar nicht auf dieser Oberfläche. Also ist auch noch sehr pflegeleicht. So viel zum Thema der Fronten. Wir kommen jetzt zu den Arbeitsplatten in Punkt Nummer 2. So, in Punkt Nummer 2 kommen wir zu den Arbeitsplatten. Da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Materialien. Das ist eigentlich mal ein Thema für ein separates Video noch. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf die nachhaltigen Arbeitsplattenmaterialien. Das ist zum einen Naturstein natürlich, wobei, Naturstein ist natürlich erstmal ein Naturprodukt, allerdings spielt ja bei dem Thema Nachhaltigkeit nicht nur eine Rolle, ob es jetzt ein natürliches Produkt ist oder ein industriell gefertigtes Produkt, sondern auch woher es kommt, wie lang sind die Transportwege und so weiter. Und bei Naturstein ist es so, dass einfach viele Natursteine, die in der Küche zum Einsatz kommen, von weit her kommen. Also die kommen dann aus Steinbrüchen in Indien oder in China und da ist die Lieferkette einfach schon sehr lang, weniger nachhaltig und hier spielt auch die soziale Komponente rein. Gerade in China und in Indien kann man nicht unbedingt immer hundertprozentig sicherstellen, dass nicht diese Arbeitsplatten auch unter Zwangsarbeit oder Kinderarbeit entstanden sind. Das kann man eher eben bei einem Produkt, was wirklich hier im europäischen Raum abgebaut wird. Da kann man es eher garantieren, aber halt in Indien und China, das ist schwer nachvollziehbar tatsächlich für uns, ob die wirklich unter fairen Arbeitsbedingungen entstanden sind. Es gibt aber natürlich neben der Naturstein-Arbeitsplatte auch noch andere nachhaltige Arbeitsplattenmaterialien, zum Beispiel Massivholz natürlich. Massivholz ist nachwachsender Rohstoff, ist eigentlich wirklich perfekt nachhaltig für die Küche. Es ist ein bisschen pflegeintensiver als alle anderen Arbeitsplattenmaterialien. Von daher, dessen muss man sich einfach bewusst sein, wenn man eine Massivholz-Arbeitsplatte in der Küche einbaut, muss die einfach in regelmäßigen Abständen neu geölt werden oder auch mal abgeschliffen werden. Sie ist pflegeintensiver, es bleiben eher Flecken zurück oder wie gesagt, man muss sie mal abschleifen. Aber ansonsten ist es natürlich wirklich ein sehr, sehr nachhaltiges Produkt. Ebenso nachhaltig sind Produkte, die aus natürlichen Materialien bestehen, wie zum Beispiel Keramik oder Dekton. Dekton ist ja eigentlich auch eine Form der Keramik. Das ist eine spezielle Keramik, die einfach nochmal unter höheren Temperaturen und stärkerem Druck
gewonnen wird, aber es ist letztlich von der Materialzusammensetzung sehr ähnlich zur Keramik. Oder auch richtig cool, gehört jetzt eigentlich mehr zum Thema Naturstein noch, es gibt auch recycelte Steinarbeitsplatten, zum Beispiel bei Strasser. Sind einfach alte Steinarbeitsplatten zu neuen aufgearbeitet worden, was auch eine richtig coole Sache ist, weil gerade beim Stein, es ist zwar ein natürliches Produkt, aber es ist jetzt nicht unbedingt ein nachwachsendes Produkt. Von daher ist so eine recycelte Steinarbeitsplatte natürlich auch super nachhaltig. So, dann gibt es noch Arbeitsplatten aus Glas oder Edelstahl. Das sind auch sehr nachhaltige Produkte, weil sie wirklich sehr gut recycelbar sind. Von daher, wenn das Produkte für dich sein könnten, die dir optisch gefallen, dann ist es auf jeden Fall auch eine nachhaltige Sache. Also wie du siehst, beim Thema Arbeitsplatte bist du relativ frei von der Gestaltung, sag ich mal. Am wenigsten nachhaltig ist jetzt wahrscheinlich die Laminatarbeitsplatte mit dem Spanplattenkern und einer Kunststoffbeschichtung. Das ist so, ja, am wenigsten nachhaltig, aber es gibt viele nachhaltige Arbeitsplattenmaterialien. Naturstein, wenn es jetzt aus dem europäischen Raum kommt, Keramik, Dekton, Glas, Edelstahl. Also es gibt eine große Auswahl an nachhaltigen Materialien. Okay, kommen wir zum dritten Punkt, zu den Elektrogeräten. Und da sind natürlich die Elektrogeräte besonders nachhaltig, die möglichst energieeffizient sind und wenig Strom verbrauchen. Das kann man ja wirklich ganz gut nachvollziehen an den Energieeffizienzklassen. Achtung an der Stelle, wer jetzt noch im Kopf hat, dass ein Kühlschrank oder ein Geschirrspüler mit A++++ besonders energieeffizient ist, diese Energieeffizienzklassifizierung mit diesem +++ gibt es nicht mehr. Die wurde im März 2021 abgeschafft. Es gibt jetzt nur noch diese Klassifizierung. Von daher sieht man jetzt häufig bei den Kühlschränken Energieeffizienzklassen von C oder D, aber das ist eigentlich sehr gut. Das ist einfach nur, man sollte es mal vielleicht im Vergleich einfach betrachten, wenn man auf den Internetseiten stöbert von den verschiedenen Geräteherstellern. Da sieht man dann die Geräte, was es gibt im Vergleich, und da kann man eigentlich ganz gut herausfinden, was ist jetzt für das jeweilige Gerät die aktuell beste Energieeffizienzklasse. So, dann das Thema Langlebigkeit ist natürlich schwer. Also woher soll ich jetzt wissen, ob jetzt mein Gerät 2 Jahre oder 5 Jahre oder 10 oder 15 oder 25 Jahre halten wird? Das kann ich jetzt, wenn ich das kaufe, nicht wissen. Aber natürlich, je hochwertiger das Produkt und aus je hochwertigen Materialien es gefertigt ist, desto langlebiger ist es in der Regel. Man kann auch mal schauen, manche Gerätehersteller testen wirklich die Geräte im Vorfeld auf eine bestimmte Lebensdauer. Da kann man sich mal informieren auf den Herstellerseiten der Gerätehersteller. Was natürlich gut ist, wenn die Elektrogeräte aus recycelten oder recycelbaren Materialien bestehen, also Stahl, Aluminium und so weiter, aber das ist eigentlich bei den meisten Elektrogeräteherstellern der Fall. Man kann da auch mal bei Stiftung Warentest schauen oder bei Ökotest, die testen die Geräte mittlerweile auch auf eben ökologische, nachhaltige Gesichtspunkte. Da bekommt man eigentlich auch mal ganz gut raus, welche Hersteller sind jetzt relativ nachhaltig, welche eher weniger. Und dann kann man natürlich je nach Gerät eben auf bestimmte Gesichtspunkte auch achten. Also zum Beispiel beim Kühlschrank ist die Energieeffizienzklasse so ein wirklich wichtiger Punkt eigentlich, weil gerade der Kühlschrank läuft ja wirklich Tag und Nacht und jeden Tag 365 Tage im Jahr in der Regel. Da ist die Energieeffizienzklasse eigentlich am allerwichtigsten von allen Geräten im Haushalt. Und beim Geschirrspüler finde ich es zum Beispiel ganz gut, wenn es ein Eco-Programm gibt, gerade wenn man jetzt nicht so darauf angewiesen ist, dass der Geschirrspüler nach 2 Stunden fertig ist, weil man das Geschirr unbedingt braucht. Wenn er zum Beispiel über Nacht läuft oder wenn man auf die Arbeit geht, dann schaltet man das Eco-Programm ein. Man spart Energie, man tut der Umwelt was Gutes. Und die allermeisten Geschirrspüler, muss man aber sagen, haben auch einfach dieses Eco-Programm standardmäßig mit dabei. Beim Dunstabzug kann man zum Beispiel darauf achten, dass man, wenn man einen Dunstabzug mit Umluft betreibt, dass man dann einen Aktivkohlefilter nimmt, der regenerierbar ist. Dann muss man nicht jedes Jahr oder alle 1,5 Jahre einen neuen Aktivkohlefilter kaufen und den alten entsorgen, sondern man kann den Aktivkohlefilter regenerieren. Der kostet in der Regel ein bisschen mehr,
Aber so, man hat dann halt keine oder nicht mehr so viele laufende Kosten und man kann halt einfach das Produkt wiederverwenden. Das wird dann regeneriert im Backofen für ungefähr eine Stunde bei 200 Grad und dann kann man den Aktivkohlefilter wiederverwenden und hat eben nicht so viel Müll produziert. Beim Kochfeld zum Beispiel, wenn man das jetzt rein aus energetischer Sicht betrachtet, da wäre jetzt das Induktionskochfeld besser eigentlich als das Elektrokochfeld, weil das einfach weniger Energie verbraucht. Genau, und ansonsten ist es wirklich so, dass gerade bei den Elektrogeräten wirklich gibt es jedes Jahr neue Innovationen. Zum Beispiel Liebherr hat letztes Jahr zum Beispiel eine neue Dämmtechnologie vorgestellt. Die verwenden in ihren Kühlschränken, also ich weiß jetzt nicht, ob es in allen Modellen sind, aber in einigen Modellen verwenden sie halt diese neue Dämmtechnologie. Das ist ein Lavagestein, was da verwendet wird, in Kombination mit einem Vakuum. Wenn das genau interessiert, gerne einfach mal auf die Liebherr-Website gehen und sich da informieren. Aber das ist halt von der Dämmtechnologie sehr nachhaltig, weil einfach dieses Lavagestein in nahezu unbegrenztem Umfang zur Verfügung steht. Und es hat halt den Vorteil, dass die Dämmung relativ dünn wird, aber sehr effizient ist. Und man hat viel Platz in den Kühlschränken. Bei wirklich gleicher oder noch eigentlich effizienterer Dämmung als zuvor. Ich will jetzt gar keine Werbung machen für Liebherr oder so, das ist jetzt ein Beispiel von vielen. Genau, aber gerade eben bei den Elektrogeräten wird extrem viel geforscht und entwickelt und ja, da gibt es eigentlich jedes Jahr neue, coole Innovationen. Thema Elektrogeräte beim Kauf würde ich einfach wirklich auf gute Energieeffizienzklassen achten. Und wenn man es sich leisten kann, dann würde ich natürlich auf eine gute, vielleicht etwas hochpreisigere Elektromarke gehen, mit der man vielleicht selber schon gute Erfahrungen gemacht hat oder im Bekanntenkreis gute Erfahrungen gemacht hat, dass man einfach mit einem guten Gefühl reingeht, dass das Gerät jetzt nicht irgendwie nach 2 Jahren kaputt geht, sondern dass es wirklich eine lange Lebensdauer hat. Bei der Spüle gibt es in der Regel, also gibt es eigentlich so 3 verschiedene gängige Spülmaterialien, die immer wieder zum Einsatz kommen. Das ist einmal die Keramikspüle, die Edelstahlspüle und die Verbundwerkstoffspüle. Keramik besteht aus natürlichen Materialien, von daher ist es ein sehr nachhaltiges Produkt. Edelstahl ist auch ein nachhaltiges Produkt, weil es wirklich sehr gut recycelbar ist. Genau, beim Verbundwerkstoff ist es so, da muss man sich halt einfach genau informieren tatsächlich. Also tendenziell ist es so, dass der Verbundwerkstoff, der besteht einfach aus verschiedenen Komponenten, zum Teil aus Granit, aber eben auch aus Acrylen und Kunststoff. Und diese verschiedenen Komponenten werden halt in dieser Verbundspüle verpresst, ne? Und die lassen sich einfach schwer wieder voneinander trennen und recyceln. Von daher ist die Verbundwerkstoffspüle in den meisten Fällen oder ja, die wird in der Regel nicht recycelt. Von daher ist es von den 3 Materialien das am wenigsten nachhaltige Material. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Wenn du eine grüne Küche, nicht im Sinne der Farbe grün, sondern im Sinne der Nachhaltigkeit, dir kaufen möchtest, dann hoffe ich, hast du ein paar Punkte mitgenommen, die dir bei der Entscheidung weiterhelfen. Genau, mir hat es total viel Spaß gemacht, zum Thema Nachhaltigkeit zu recherchieren. Ich habe auch super viel gelernt dabei. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber zum Beispiel, was ich gelernt habe, der Kassenbon, der gehört nicht in den Papiermüll, sondern in den Restmüll. War auch neu für mich. Du kannst ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du das wusstest. Interessiert mich natürlich, weil jeder, den ich es bisher erzählt habe, wusste es nicht. Also wenn du es wusstest und wenn du auch weißt, warum, dann schreib es gerne in die Kommentare. Genau, ansonsten freue ich mich gern, wenn ihr noch weitere Anregungen habt, wenn ihr noch mehr wisst, was ich jetzt nicht genannt habe, wenn ich irgendeinen Punkt ausgelassen habe, wo ihr sagt, das muss unbedingt erwähnt sein, dann schreib es gerne auch in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall über jedes Feedback und über jede konstruktive Kritik. Werde es dann auf jeden Fall auch in meine neuen Videos mit aufnehmen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!